So Leute, herzlich willkommen zu diesem Opening, wie ihr oben schon seht. Ich habe mir bei GameStop mal was geholt und ich habe auch noch erfahren, was die noch haben. Und zwar erstmal das hier. Und das ist Glurak Premium Collection. Ich werde da gleich hinter der Kamera öffnen und ihr seht noch hier oben den Preis. 34,99. Das ist leider kein Schnäppchen, aber ich habe noch was zusätzlich gekriegt, und zwar diese Promokarte. Enton. Ich habe das mal geholt aus Langeweile und wollte wieder mit euch, wie mit dem Meisterdetektiv Pikachu Koffer, mit euch aufmachen. Ich mache hier einen kleinen Cut und ja, bevor ich das mache, ist das der Glurak Premium Collection, wie ihr oben ja schon in den Titel seht. Wie gesagt, ich mache hier einen Cut, packt's aus und sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Es ist so, wir haben hier auch in der Box so eine Glurak Giant Card. Hoffentlich hört ihr das. Die ist nämlich ziemlich rau. Und die Karte hier hinter, da ist ja wie gesagt Giant Card. Die ist mal nicht so groß. Naja. So, jetzt könnt ihr da besser sehen. Ein Augenblick. Ich tue nämlich mal den Glurak hier schön an der Kante. Ihr seht ja, wie groß das ist. Dann haben wir noch in der Box so eine Münze. Glurak. Und einmal hier hinten diesen Pokémon. Und ich wundere, dass das so komisch ist. Ich habe das jetzt auch gesehen. Hoffentlich spinnt die Kamera nicht. Ah, Scheibenkleister. Muss ich ja wirklich eine neue Kamera holen. Und so ein Glurak-Pinhänger. Ja, wie ich in den Meisterdetektiv Pikachu gesagt habe, kann man als Ohrring oder Ohrstecker benutzen, aber würde ich lieber abraten. Zusätzlich haben wir ja noch Glutexo und Glumanda. Da haben wir nämlich die Entwicklungsstufen noch dabei. In Holo, glaube ich. Dann haben wir hier auch noch zwei Sonne und Mond Stunde der Wächter, ein Sonne Mond Nacht in Flammen, zwei Stück, und ich glaube die Standardvision zwei Stück. Und wir haben auch noch für den Online Pokémon Spiel so eine Karte. Dann könnte ich, wer denn als erster da ist, ich glaube, da ist Glurak, weiß ich nicht. Wenn ihr wollt, könnte zumindest einer, wer der schnellste ist, hat. Die anderen, tut mir leid. Ich habe aber, hier sind ja noch 1, 2, 4, 6 Stück. Tue ich 3 Stück wieder vor die Kamera halten. Und jetzt ist das wieder normal. Ist das Zoom kaputt? Naja, machen wir mal. Das sind ja 3 Stück. Machen wir das mal. So. Fangen wir mit den Standard an.
Na, ich würde jetzt mal auch so eine Hülle behalten, so ein Päckchen behalten. Na. Manche machen das, die legen das zur Seite erstmal. Eins, zwei, drei, vier. Habe ich gesehen, dass die Karte da hier hinten ist. Eine Wasserenergie. Professor Kukui. Hoffentlich habe ich das so richtig ausgesprochen. Ein Golbat. Ein Schutz. Quirtle. Bautz. Ein Tomato. Wummel. Makuhita. Tut mir leid, dass ich das so komisch spreche. Ein Corazon. Erster Auftritt ist in der Silber und Gold, die ganz erste Pokémon-Spiel oder Serie, die zweite Staffel. Und ein Kolossand. Packe ich das mal zur Seite. Dann nach den Flammen. Ihr habt das ja gerade vorhin gesehen. Ach, schade. Und ich habe immer noch keine Ahnung, warum die so sind. In Yu-Gi-Oh! Ist das andersherum. Porygon. Ich wollte ja auch den Porygon 2. Ich weiß nicht, ob da hier drin ist. Sodamac. Vegimac. Schade. Flamimac. Oder wieder halt Xiao. Habe ich das schon ein bisschen gespoilert? Caradonis. Zygarde. Okay. Und Psiaugon. Haben wir die Weiterentwicklung gefunden? Einmal Kampfenergie. Bandelbei. Grüß. Tschüss. Oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Fluchtseil. Und einmal die Karte wieder. Ich werde da später die Karten, wo die Codes mal vorenthalten, erstmal zur Seite legen. Und dann die Hälfte davon mal vor der Kamera halten. Okay. Ein Alola Sandan. Ein Eis-Pokémon. Ja, ich kenne halt nur die Erde. Dann haben wir einen Wong Boll. Knofenser. Skrokela. Ist auch aus der zweiten Staffel. Ein Alola Kleinstein. Viscora. Ein Alola Sandan. Dann haben wir schon wieder so ein Entwicklungsstufe. Ein Blatt. Energie, Methan. Ach, wie süß. Ein Koala-Loi. Ein Koal-Leloi? Naja. Ein Energie. Lotterie. Okay. Die lege ich hier hin. Und mal dahin. Ich habe mit mir die Collection mal geholt, nur wegen Glurak, weil der aussieht wie ein Drache. Und ich weiß, das ist ein normaler Feuer-Flug-Pokémon. Aber ich frage mich, warum die dann aussieht wie ein, der aussieht wie ein Drache. Sonne und Mond. Eigentlich könnte ich den so kaputt machen. Ich habe den ja schon. So. Tut mir leid. So. Die lege ich hier oben drin. 3, 4. Ich gewöhne mir das auch mal an. Ich glaube, ein Metallenergie. Quapuzzi.
Nestball für Basis-Pokémon? Ich kenne das wohl für Insekten-Pokémon. Oder Flug-Pokémon aus den Spielen. Einen Aranestro? Magnuria? Nujo? Sieht aus wie Visunio. Ein Gewei? Ja. Wingull, Robball, Fukano. Ich finde den Lusten gut. Besonders Akani. Ein Quapuzzi und eine Holo Donarion. Keine Code? 1, 2, 3, 4. Oh doch. Schon gut. Na. Ach, schade. Na. Naja, den ersten könnt ihr hier schon sehen. Kommt da gleich hier noch zwei Stück. Zwei, vier. Eine Kampfenergie. Trainerkarte Fran. Okay. Lunastein. Vielleicht ist sie auch noch Mondstein. Meiler. Felur sie. Vegimak. Klingbunkel. Pikachu. Soramak. Mauzi. Und Garados als Holo. Ich weiß aber nicht, wie die Rarität hier gelten wird. Wird das eigentlich nur so als Rare behandelt? Garados in Holo. Und der letzte Stunde der Wahrheit. Stunde der Wächter, so. Stunde der Wahrheit. Guten Morgen. Na. So. Dann haben wir ein Lusardin. Hoffentlich krepiert die Kamera nicht. Ein Mini-Ras. Ein Drache? Hey, mein erster Drachen-Pokémon, die ich gezogen habe. Wie gesagt, ich mag Drachen. Ein Reißlaus. Der sieht aus wie ein Caputo. Ein Macholo. Ein Valmer. Felurzil. Und die nächste ist Zazenia. Ein Blattenergie, ein Mondscheibenpodium, Maschok und Scorpio. Ich müsste dann auch die ganzen Entwicklungen von Machomai haben, wie ihr in den letzten Pokémon Opening gesehen habt, habe ich zwei Stück von Machomai gezogen. Und ich frage mich, warum Kreuzhieb? Der hat doch keine vier Arme. So. Zwei Stück. Die anderen verschenke ich an die in der Spielebude Bocholt. Dann Ene Mene Miste. Es rappelt in der Kiste. Ene Mene Meck. Und du bist weg. So, da ist die zweite. Ene mene Mist, Ene mene Mister, es rappelt in der Kiste. Ene mene Meck und du bist weg. So. Für die Codes eingelöst haben,
Vielen, bitteschön. Und für die anderen viel Glück beim nächsten Mal. Euer Shenlong 90.